Habt ihr den Schirm im Auge? Ich nicht gerade, nee. Ich habe gerade den Pachi im Auge, weil er so schön ist. Ja, ich schaue. Wobei ein Spino hier vielleicht ein bisschen auffällig ist. Moin, und herzlich willkommen zurück zu Ark World, unser Jurassic World Ark Projekt in Session 7. Und diese Session ist eine PvP-Session. Das bedeutet, es gibt immer nur eine Rare Sighting gleichzeitig auf der Map, zu der alle drei Parks sich hin auf den Weg machen. Diesmal ist es ein Pachycephalosaurus. Lea läuft richtig, oder? Ja, ich bin Lea, das weiß ich nicht. Ich muss mal Stamina aufladen hier. Ich lade auch mal. Hier ist so eine. Blöde Kante. Also ach, war hier nicht Maritzi gestorben an der Stelle? War sie auf der anderen Seite? Sehr schön, dass du dir das gemerkt hast. Ich erinnere mich dunkel, dass hier mal wer gestorben ist. Ja, hier müssen wir runter. Ne? Aha. Mikroraptor. Ich muss die Pumpgun, die Shotgun. Gib mir sie. Hier ist einer. Gib sie mir doch. Lea, hilf mir. Wo ist das kleine Mistvieh? Achso, der ist runtergesprungen wahrscheinlich. Ja, der ist bei mir. Ja, jetzt hat er mich. Nein, wir haben hier Hilfe. Ja, ich komm ja. Gut. Okay, Komm, ich sag mal. Irgendwie bei 60, wir müssen mehr da lang. War Ritzi nicht beim letzten Mal auch so gestorben, als hier Mikroraptoren kamen? Ich erinnere mich beruhigend. Irgendwie, da war irgendwas. Wir müssen irgendwie hier hinten runter. Beruhigend. Ich bin irgendwie sehr oft gestorben, ich weiß nicht, was noch alles passiert ist. Würde ich sagen. Echt, müssen wir da runter? Da unten sind Raptoren und alles mögliche andere Viehzeug. Wollt ihr wirklich da runterspringen? Ja! Ah! Oh Gott! Gut. Okay. Also Spiel, der ist unfreiwillig vorgegangen. Ja, ich wollte eigentlich eine Kurve machen und bin dann irgendwie dann doch... Gott. 70, 55, okay. Bitte kein Leck, bitte kein Leck. Ah! Das war nicht gut. Ha! Nee, hat's mir hast du es geschafft? Ja! Ohne zu sterben und ohne Schaden zu kriegen. Oh Gottes Willen, oh Gottes Willen, oh Gottes Willen, oh Gottes Willen. Ich werde mal besser hier. Was ist denn da los? Oh Gott, das war zu früh. Nee, alles gut. Ich glaube, du brauchst Hilfe hier, oder? Mir geht's super. Da, was will ich denn Hane, du? Haber da, aber. Ist denn ein Giga, sehe ich das richtig? Kommt mal hierher, hier sammeln wir uns mal hier erstmal, oder? Ja, ich bin ja bald da. Nein, ich meine hier die zwei, die hier. Wir müssen in die Richtung. Da, wo du bist? Okay. Ich komme an die blöden Dinger nicht ran. Waren das? Habt ihr das gehört? Ja, das war der Brachiosaurus war das. Cool. Habt ihr den Schrei gehört? Das ist ja der Wahnsinn. Wir sind rechts von dir. Rechts von dir. Da oben. Da, siehst du mich hier? Ich glitzere. Ach, da. Hier, wo es glitzert. Das sehe ich nicht von Weitem. So, Moment, jetzt... 70, 55. Ari, wo bist du jetzt? Ah! Gleich da. Wir müssen hier lang. Komm mal! Da sind wir. Sehr gut, hier runter. Ich habe sicherheitshalber übrigens sämtliche Baits mitgenommen, falls sich irgendwann mal was ändern sollte. Okay, sehr gut. Falls es wieder sich umentscheidet. Ich wollte gerade sagen, was suchen wir? Ein Pachy, richtig? Wir suchen einen Pachy, ja. Der müsste doch Pachy hier irgendwo sein. Hier ist ein Pachy, aber das ist keine Rare Sighting. Ja, das sind sie nicht. Hier sind Raptoren. Das Blöde ist dieses Gesprinkel, Geglitzer über meinem Kopf. Das irritiert mich jetzt natürlich, wenn ich die echte Rare Sighting... Ich hab Freunde. Oh, ganz viele Freunde, ja. Da rennt auch noch einer. Hinter euch, Pachy, ist Akro. Oh. Das ist er aber nicht. Nee, das ist keine Rare Sighting, aber der ist halt Akro. Aber der muss hier irgendwo sein, hier hinten am Wasser. Doch kein Rare Sighting, oder? Hier drüben ist auch noch einer. Ich weiß es nicht. Irgendwo müssen sie sein. Oh, nee, ist ein Raptor. Er muss halt hier irgendwo in der Nähe sein. Irgendwo wir sind hier noch nicht so ganz da. Wir müssen noch ein Stück weiter nach hier. Ritzi, warte. Wohin müssen wir? Oh, er rennt weg. Wir müssen weiter in die Richtung hier. In die Richtung, okay. Glaube ich mal, warte. Immer dieses Absteigen, das ist so nervig für den Raptor. Nimm das Fernglas oder so voll in die Hand. Wobei, ich weiß nicht, ob das mit der Karte auch geht. Da lang müssen wir. Nee, das geht nicht, die Karte geht dann weg, weil ich gerade versucht. Wir müssen hier lang. Komm, bin da. Sehe ich da hinten schon? Da vorne ist ein Pachy.
Und dahinter der ist noch ein Level. Hoho. 165, das ist er da vorne. Das ist er, nice, ja, wir haben ihn gefunden. Ja, er glitzert. Ja. Okay, wartet. Wir müssen hier den Dings machen. Schon dabei. Gott, da war noch ein Velociraptor auf neutral. Seid vorsichtig mit sowas. Ja, der wollte gerade helfen. Ja, warte mal, genau, stimmt. Ich hab ihn. Ist der auf neutral hier? Nee, das passiert. Er ist, Was ist er denn? Leer? Geht einfach hier mal vorne hin. Achtung, ne? Sieht's die werden Akku, ne? Er ist noch rot. Er ist noch rot, okay. Also vorsichtig. Ja. Raptor ist im Level aufgestiegen und der Spino wird angerufen. Weg hier. Los, weg. Ich hab Ameisen, okay. Ich sehe ihn leider gerade nicht. Weiß nicht, wo er ist. Der ist hinten im in dem Busch. Ich sehe ihn im Busch. Aber denk dran, dass wir aufpassen müssen, falls wir Besuch kriegen, ne? Der Community-Tribe ist nebenan. Das ist richtig, aber die müssen natürlich... Er ist blau. Er ist blau. Nice, sauber, okay. Sehr gut. So, jetzt bloß nicht hauen. Okay, ich bleib bei ihm dran. Achtung, okay, da sind noch Ameisen im Busch irgendwo. Hier so. Bleib bei ihm dran und ihr passt auf mich auf. Da ist ein Raptor irgendwie noch auf Attack Your Target oder so. Kann das sein? Der ist gerade mit draufgegangen auf die Arme. Ja, auf neutral oder so. Da müsst ihr mit aufpassen. Ist passiv. Okay. So, wir passen jetzt einfach auf, dass hier nichts schief geht in der Umgebung, wenn jetzt hier vielleicht die anderen Leute kommen. Ich will nochmal ganz kurz. Ich kusche weiter mit dem Pachi. Ich will den Pachi nochmal ganz kurz von nahen sehen. So. Ne? Mhm. Ganz wichtig. So, hier, mal gucken. Kopf hoch. Was? Kann er auch Hans nicht gefüttert werden? Was? Kann man ihm auch Hans füttern? Hans gefüttert. Hans, wo bist du? Kann an ihm auch Hans verfüttert werden, habe ich verstanden. Wie aussieht. Hans Showdown. Dieses angerufen werden. Yeah. Ja, dieser Spino. Nami! Nami, das Telefon klingelt schon wieder. Habt ihr die Umgebung im Auge? Ich nicht gerade, nee. Ich habe gerade den Pachi im Auge, weil er so schön ist. Ja, ich schaue. Wobei ein Spino hier vielleicht ein bisschen auffällig ist. Wir müssen mal gucken, dass wir irgendwie, Schoki. Ich weiß auch nicht, wie wir jetzt wieder zurückkommen. Wir sind ja vorhin runtergesprungen. Obwohl, da könnte man an der Seite hochklettern. Wir müssen eigentlich nur die Küste finden und dann versuchen, zum Floß zu kommen irgendwie. Theoretisch. Da vorne ist so ein Aufgang. Oh, ich verhungere gerade. Hat jemand Essen dabei? Ich habe Essen dabei, ja. Wo bist denn du? Oh, ich könnte auch mal was gebrauchen. Steck mal in deinem Tier bitte was. Ich habe in meinem Tier 18 Fleisch reingestückt. Brauch was hab. Noch mehr, okay. Ja, ich habe noch was. Hier. Ja, dankeschön. So, 81% haben wir. Jetzt müssen wir bloß noch sicher nach Hause kriegen gleich. Aha. Wird, glaube ich, auch nicht so einfach. Könnte sein. Man muss dazu natürlich auch mal sagen, Zoss hat jetzt gerade in der letzten und in der vorletzten Session, wo wir viele Rare Sightings aufgetaucht hatten, haben die ziemlich punktemäßig vorgelegt. Das heißt, Zoss war jetzt bei 24 Punkten oder 26? Bei 26, glaube ich, waren sie sogar. Und wir waren bei 18, das heißt, wenn wir den jetzt hier haben, dann hätten wir, und wir haben ihn jetzt, und wir haben ihn jetzt gleich auch hoffentlich in der Base, dann hätten wir jetzt 20 Punkte und Zoss 26, das heißt, wir haben jetzt ein kleines bisschen aufgeholt. Wir müssen aber noch mindestens 3 Rare Sightings zähmen heute in dieser Session, Session 7, damit wir mit Zoss gleichziehen können. Das heißt, wir bringen den jetzt zurück und hoffen, dass jetzt die nächste Rare Sighting vielleicht ein kleines bisschen braucht, bis sie auftaucht. Mal schauen. Auf jeden Fall, ja. Der ist nicht so schnell, oder? Der ist leider nicht so schnell. Ich habe aber leider keine Ahnung, wo wir jetzt hin müssen. Ihr habt vielleicht so ein bisschen einen Überblick. Ich nicht. Okay, das weiß ich auch nicht. Ich bin geschwommen. Wir müssen hier halt echt aufpassen. Dem scheiß Redwood gibt es so viele gefährliche Viecher. Jetzt, wir müssen genau dahin, wo wir gegen Post gekämpft haben, als wir den Trike gezähmt haben. Am Strand, steht das Floß am Strand, ja. Du läufst neben dem Pachi her, ne? Ich laufe neben dem Pachi her, ja. Okay, aber es wäre vielleicht auch noch ganz gut, wenn wir nicht ganz so großen Abstand zueinander haben. Ja. Weil, wenn da was passiert oder wenn der angeschaut. Ist der passiv? Wir können hier links hochgehen. Guck mal, da links ist ein Aufgang. Da können wir, glaube ich, hoch. Jetzt ist er passiv. Okay. Hey, ich habe ihn doch gerade auf passiv gefüttert. Ja, ich wusste es nicht. Raptor, also. Achtung, Raptor, Vorsicht! Ja. Sehr gut. Okay, sehr gut. Ich mach mal hier zur Sicherheit den Spino kaputt. Weiß ja nie. Wollen wir da rüber? Ja? Wo Ari lang? Wir müssen da hoch. Okay, dann los. Und da sind wir gekommen. Wir sind ja runtergesprungen und jetzt müssen wir irgendwo wieder hoch. Also, wie gesagt, nochmal als Zusammenfassung an der Stelle. Zoss hat 26 Punkte. Wir haben jetzt, wenn wir diese Rare Sighting, also diesen Pachi, diesen glitzernden, wenn wir den in unseren Park reinbringen, dann hätten wir 20 Punkte.
Aber wie gesagt, wir müssen nochmal 3 Rare Sightings, 10 Meter Rare Sightings, die wir im Park haben, bringt uns 2 Punkte jeweils. Das bedeutet, wir brauchen noch mindestens 3 Rare Sightings, damit wir aufholen können, beziehungsweise gleichziehen. Und dann bräuchten wir noch eine. Vorläuft und nicht ich. Und dann bräuchten wir noch eine Rare Sighting, damit wir Zoss überholen könnten. Das heißt, es wird eine ziemlich geschäftige Session heute. Ganz viel zähmen, ganz viel hinterherrennen. Und dazu muss man natürlich auch sagen, heute ist eine PvP-Session. Das heißt, es wird immer nur jeweils eine Rare Sighting gleichzeitig geben. Achtung, Linksliga oder so. Und das bedeutet natürlich. Hi. Oh, er kommt, ne? Vorsicht. Aber der. Oh, shit. Er kommt. Oh, nee. Ja. Ich hab einen Mikrorad vor. Er will zum Pachi. Ja, ich versuche mit drauf zu gehen. Der hat sich gerade fast nicht vom Pachi abbringen lassen. Der macht Blutungsschaden übrigens, ne? Wollte ich nochmal so erwähnt haben. Ja, ich merk's. Ja, wir haben sie. Nerviges Vieh. Gut, Pachi haben wir hier. So. Wir warten noch kurz, dass Lea wieder aufsteigen kann. Aha. So, da hinten ist schon der richtige Strand, wenn ich es richtig sehe. Ja, aber kann man mal schreien. Ich hab gelevelt. Ah, Mikroraptor, Vorsicht. Was, wo? Genau da. Da, wo die Telefonzelle den Mund aufgemacht hat. Bevor er zu Lea kam, habe ich ihn gefressen in der Luft. Lea sammelt die heute. Ja. Sind doch so süße Pachin. Und ich sehe gerade, dass uns im Live-Chat da so Hinweise gegeben werden, wo Zoss ist. Mach das vielleicht mal nicht, bitte. Weil, das ist aber nicht nett. Das ist nicht cool gegenüber Zoss so. Ich meine, die kriegen ja von uns, denke ich mal, jetzt auch keine, wir haben ja auch keine Scouts, die denen das im Chat sagen, denke ich mal. Das ist nicht so cool. Wir wollen das auch gar nicht wissen. Die Überraschung ist ja viel geiler, wenn wir das nicht wissen vorher, ob die kommen oder nicht. Da sind wir halt immer die ganze Zeit auf Zehenspitzen. Da unten sind Rechse. Also der brüllt wir müssen auch eh runter, weiter ne? rechts. Der brüllt alle runter, genau, wenn er brüllt. Weiter und rechts, weiter rechts, schnell, ja, bevor er kommt. Vor mir sind Raptoren, hat sie. Ja, bin unterwegs. Irgendwie deine ist das ein bisschen schwer. Bino die Raptoren. Ich muss die Raptoren fressen. Ja, Raptoren fressen. Moment mal, ich bin auf einem Raptor. Ah! Da unten ist das Floß. Da unten ist das Floß. Ja, das ist das Floß. Wir gehen schon mal zum Floß. Wir gehen schon mal vor. Ich bleibe immer an der Seite des Pachis. Nichts passiert. Wie er aussieht. Er sieht so lustig aus irgendwie mit seinem Glitzer. Ein Jurassic Park Pachi. Wir müssen dann noch RS an den Namen dranhängen, damit wir wissen, dass das Rare Sighting ist. Stimmt, Jurassic Park. Aber ich dachte mir, in generell feindlichen Gebiet ist es schlauer, erstmal den Pachi sicher wohin zu bringen, bevor wir ihn nachher benennen. Warte, ich ziehe noch ein Stück. Sehr Achtung, gut. Jetzt stopp, genau. Wunderschön. Okay. Geh schon ins Wasser. Gut. Ich würde sagen, wir schwimmen aber außenrum komplett, oder? Ja, wir müssen halt schauen, dass wir nicht in einen die Zücht ist geraten. Jetzt ist es auch dunkel, ne? Hier ist alles safe gerade. Es wäre vielleicht auch ganz schlau, wenn jemand vielleicht noch eine Fackel anmachen könnte. Ich kann es gerade nicht, weil warte. Ich... Warte. Ja, ich kann es auch nicht unter Wasser. Denn dann... Das ist dann so. Okay. Ah, sehr gut. Die ist sowieso fast kaputt, meine Fackel. Ey, ich will mal gucken, ob ich irgendwie so ein bisschen unter Wasser gucken kann, dass wir vielleicht ein Lizüchtes vorher sehen, bevor er uns angreift. Geht aber gerade ein bisschen schwer. Wollen wir dann noch ein bisschen um die Insel herumfahren, dass wir das Floß da abstellen, wo wir gestartet sind? Habt ihr dieses Geräusch gerade gehört? An den Rand. Oh ja. Wir sind Piranhas, die an meinem Hintern knabbern, keine Sorge. Das sieht auch minimal gruselig aus, wenn ich Ari so angucke gerade. Was? Warum bin ich gruselig? Weil du von unten angestrahlt wirst von der Fackel. Läuft was du siehst aus wie so ein. Keine Ahnung, als wenn du besessen bist. Oh Gott. Es hat schon ein bisschen was von Halloween so. Ein Glitzerpacki. Mach hier Stealth. Stealth? Auf dim. Stelzen? Dim. Oh mein Gott, ein Hai! Es ist größer als ein Hai. Ah, oh Gott, es kommt auf uns zu. Jetzt lachen wir noch. Direkt auf uns zu. Und dann müsste so eine zweite Flosse auftauchen. Fritzi, hör sofort damit auf. Das bin ich gar nicht. Oh, scheiße. Das war ich jetzt nicht. Das war ich aber nicht. Ey, Hammerhai. Die Rare Sighting glitzert immer noch. Alles gut, alles gut, alles schön. Glitzer. Oh, hier können wir anlegen, oder? Jo. Müssen sie jetzt dringend reinbringen. Mhm.
Das ist schon mal safe. Aber PvP geht jetzt hier ja nicht mehr, weil wir in Sichtweite der Parkmauern sind. Das heißt, ja. Sie können die Rare Sighting jetzt weder angreifen, noch können sie sie uns abluchsen. Löst dein Hintern bitte, dankeschön. Bitte wegen. So, Achtung, jetzt müssen wir gucken, dass hier im Park jetzt nicht irgendwie ein Babyzimmer oder so hinter der Mauer ist. Deswegen gucke ich gerade schon mal. So, damit ist der Parry doch eigentlich gegen die anderen Tribes safe, ne? Der ist jetzt safe, den haben wir jetzt gesaved. Sobald wir in Sichtweite der Parkmauern sind, dürfen sie uns nicht angreifen. Also wie viele Fleischfresser jetzt hier drin sind auch, ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Der Parry ist safe, der Parry ist safe. Ja, ist die Tür zugemacht? Es sei denn, es kommt ein Babyzilla. Die Tür zugemacht? Ja. Der Parry ist safe, es sei denn, es kommt ein Babyzilla, denn der Babyzilla ist der Parry-Killer. Beschreiß doch nicht. Oh, ich will nicht zu nah an den Rex ran. Ich will nicht, dass er mich runterrollt. Ich will auch nicht zu nah am Rex ran. Niemand will zu nah an den Rex ran. A rare green Baryonyx has been spotted. 60-65. Unter Wasser. Unter Wasser? Ist, glaube ich, eher ungünstig. Das macht keinen Sinn. Das ist auch auf der Insel übrigens. 60-65. Unter Wasser. Was heißt denn unter Wasser genau? Ja, so heißt das Gebiet. Oh, er wurde schon gekillt. Okay, wegen unter Wasser wahrscheinlich. Ja. Ach, schade. So ein Baryonyx wäre schon cool. Wäre schon cooler, vielleicht taucht der nochmal auf. Was ich auch cool fände, wäre mal. Oh, Jurassic Park Triceratops. Triceratops. Oh, ganz da unten. Ja, gleich los, ne? Gleich los, wir parken hier schnell noch die Sighting, dann geht's direkt wieder los. Ich hol mir noch schnell ein bisschen mehr zu essen. Ich muss meine Fackel reparieren. Und ich glaube, auf der Fahrt dahin muss ich mal eine schnelle Pinkelpause machen. Nee, nichts, hat's der Pachy geschafft? Ich sehe auch gerade nichts. Kann mal jemand bitte wiederkommen mit Licht? Augenblick bitte. Eine Uno Momentito. Ja, wir müssten hier mal so diese Fackeln hinstellen. Also da. Was steht denn hier alles rum, warte mal. Amy steht hier rum auf der Dings. Die mach ich mal runter. Wo steht Amy denn da oben? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ist vielleicht vom Babyzilla weggelaufen. Ach so, wir haben noch die Carbonemis unten drin. Die sollten wir auch mal wieder hochbringen. Ja, stimmt, die Schildkröten. Das sind ja auch Rare Sightings gewesen, oder? Denk dran, beim Pachy da noch das RS hinzuschreiben, so. Damit wir Bescheid wissen. Genau, damit wir wissen, dass es nur das Helden ist. Oh, ich sehe nichts. Das ist echt ätzend. Ich komme. Ich stell mal hier unten ein paar Fackeln noch auf. Ich bin da. Ich hab Licht. Ich leuchte. Ich bin die hellste Leuchte hier in der ganzen Umgebung. Das behaupten. Skeptisch. Skeptische Geräusche kommen hier, wenn ich sowas sage. So, wie war das? Ich soll RS hinten reinschreiben. Mhm, oder davor. Wir haben immer RS und dann den Dino-Namen oder so. Okay, Ari, stopp, genau. Optionen, Name ändern. RS Pachy heißt er jetzt. So. Seh nichts. Okay, los geht's. Wir haben die nächste Rare Sighting am Start. Jurassic Park Triceratops, hier drüben. Jurassic Park. Ich hab da an der Rampe jetzt zwei Fackeln hingestellt erstmal. Ich nehme mir schnell nochmal ein bisschen mehr zu essen mit. Ich hab nicht mehr so viel Essen dabei. Ich hab euch alles gegeben, was ich hatte. Okay. Wir müssen ja eigentlich fast hier links raus, ne? Ja, glaube ich, passen da. Da haben wir aber kein Fluss stehen, oder? Nee, aber wir haben, glaube ich, hier vorne noch eins am Ausgang. Ja, hier haben wir noch ganz viele Flöße. Rechts raus, meinst du? Nee, direkt vorne in der Mitte. Da haben wir hier Raft 2, 3, 5, 4. Achso, ja, die ich da aufgebaut habe. Genau. Wollen wir uns alle, ich glaube, jetzt wird's gefährlich, wollen wir uns alle einen Schlafsack auf dem Floß machen? Eine Sekunde, ich muss dir gerade was aufdröseln. Ja. Ich hab schon Schlafsäcke auf dem Floß. Auf dem einen Floß, wo wir gerade drauf waren, hatte ich schon welche. Ja, aber da müssen wir erst drüber. Das ist hier im Nachtraft sind Schlafsäcke. Wo sind Schlafsäcke? Hier. Im Raft. Im Raft? Im Raft hier auf dem Raft. Da, wo der Spino ist? Ja. Reicht ein Ding so, sollte man lieber zwei oder so machen. Weil wenn man einmal respawnt, ist es weg, ne? Ja, das stimmt. Lieber zwei. Also, wenn ihr mehr machen könnt, macht lieber mehr, ne? Ist es noch was im Schrank? Es ist nur unser Vorteil, wenn wir mehr haben. Ich hab drei Stück hingepackt erstmal. Ich pack jetzt erstmal zwei hin. Ich pack auch zwei hin. So, ich hab gefarmt, so ist es nicht. Denkt dran auch, ne, wenn die einmal gebissen werden vom Rex, die Raft, sind die Schlafsäcke instant kaputt, also. Mhm. Vorsicht auch, da hinten ist nämlich ein Rex, nicht, dass er gleich rüberkommt. Mhm. So, ich schwimme dann schon mal. Ich hoffe, ihr kommt dann noch raus, bevor der Rex kommt.
Ich bin drauf, auf dem Floß. Auf dem Raft. Nee, das gibt's doch nicht. Geh ein Stück zurück. Jetzt aber. Okay. Jetzt. Fährst du, Ari? Ich? Nachfüllraft. Nee, ich sehe nichts. Ich kann nicht fahren, also, weil ich muss jetzt schnell aufs Klo. Das Licht geht, also Sonne geht auf. So, ich hoffe, links rum müssten wir. Wenn, oh ihr, wenn ihr da rauskommt, oh links Gott, herum. Das werde ich nicht schaffen, die Kurve, oder? Doch, geht ganz knapp. Ganz knapp. Ja, perfekt, perfekt. Wie eingezirkelt hier. Keine Dinos verloren? Links rum, genau. Nee, alle da. So, meine lieben okay, Freunde, ich bin mal ganz kurz auf. Und am besten irgendwie am Rand schwimmen, ne? Ja, ja, ich arbeite dran. Ich schaue auch schon die ganze Zeit unter Wasser. Das sieht ganz gut aus. Das ist sehr gut. So. Du könntest sie vielleicht sogar wegbeißen. Bevor ja, ja. Dass die Map nicht aufweicht, wenn ich die unter Wasser öffne. Vagger schreibt gerade am Beckenrand schwimmen. Für die Nichtschwimmer. Im Nichtschwimmerbereich. Also ihr wisst ja wohin, ne? Sonst schwimme ich nämlich schon mal was, vor. Wohin? 80? 70, nee, 80, 30. 80, also quasi 30, hier links. Also hier. Ja, ich ersticke. Aber ich muss hier. Du musst dran. Weiter links nach rum, ne? Ja. Ja, du musst hier. Also wir müssen noch rum. Um diese Wüsteninsel genau. Einmal rum. Ja. Einmal um unsere Insel auch rum, hier links, zwischen den Inseln durch. Da, wo die Spino-Flosse ist. War der falsche Beckenrand. Ja, noch ist hier nichts gefährlich. Also ich habe nichts gesehen bisher. Kann aber immer sein, dass ich mal ein bisschen bin da. Blind bin. Wie die Raptoren mich angucken, als wenn ich ihr Frühstückssnack wäre. Glitzert deiner noch? Ich glitzer nicht mehr, nee. Ich hatte ja den Bonus. Aber ich glaube, jetzt werden wir bestimmt Freunde finden. Das kann gut sein, ja. Jetzt sind sie alle wach. Wir befinden uns gerade auf dem Weg zur nächsten Rare Sighting, denn wir müssen ja, wie gesagt, gegenüber Zoss deutlich aufholen. Wir brauchen noch 3 Rare Sightings, um gleichzuziehen mit Zoss. Und noch eine weitere, also 4 insgesamt, damit wir dann nochmal sie überholen können. Das heißt, wir brauchen diesen Trike, der jetzt als Rare Sighting gezähmt ist, unbedingt auch noch. Da müssen wir jetzt hinfahren ganz schnell und versuchen, den zu zähmen. Und ich hoffe, das gelingt auch. Der ist allerdings ein bisschen weiter weg, leider. Das heißt, da müssen wir ein bisschen länger hinfahren. Und, Ritzi, du bist gerade wo eigentlich? Wo bist du? Ich bin voraus. Ich will schon mal direkt scouten. Ach so, okay. Du musst gucken. Ich bin ja schneller. Wer ist im Chat? Oh, Shadow. Shadow ist nämlich im Urlaub, deswegen kann er nicht dabei sein heute. Grüße an Shadow. Urlaubsgrüße. Darf man sagen, wo er hingefahren ist? Darf man das? Ich weiß es nicht.